Traumhaftes Wetter, gute Stimmung. Zehntausende Besucher erlebten in diesem Jahr die 50. Glückstädter Matthiaswochen. Vor allen Dingen am Wochenende strömten die Menschenmassen durch Glückstadt. Geboten wurde neben einem Flohmarkt viele Aktionen. Auch eine kleine Gruppe von Matthias-Freunden aus der schönen Hansestadt Uelzen in der Lüneburger Heide machte sich auf den Weg, um dieses große Spektakel einmal live zu erleben. Wir von Uelzen TV waren mit der Kamera dabei und haben einige Impressionen für Sie eingefangen. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen zum ersten Matthiasfahrt nach Glückstadt. Wir sind jetzt in der Bahnhofstraße und fahren jetzt gegen Glückstadt. Und natürlich ein wunderschönes Wetter und wir freuen uns auf diese schöne Fahrt. Ja, natürlich. So, und jetzt sind wir angekommen. Hier ist die Elite der Matjes-Abteilung. Jeder Matjes ein Genuss. Das sind doch die Perlen, ne? Unsere Ladies. Ne? Die Sterne, oder? Ja, genau. Jetzt gehen wir erstmal hin und trinken ein kühles Glas Sekt. Hier gibt es alles. Wir treffen uns da, wo ihr gar nicht hier genommen worden, ja, vor genau. 4-5 Tagen und dann kommt er in Fässer mit Salz und die werden immer gewendet, diese Fässer, und dann wird er nachher filetiert. Also die Därme sind raus, aber die Bauchspeicheldrüse, die bleibt da drin. Und da ist ein Enzym und von diesem Enzym, da reift der Matthias. Das ist eben auch das Besondere an dem Glückstädter Matthias. Und ist es richtig, dass das bei euch nur mit der Hand filetiert wird, ja, nicht Maschine? Ja, alle Maschinen waren jetzt im Unterschied auch ein Enzymbeschleuniger. Nein, es ist eben nur das Enzym von der Bauchspeicheldrüse, genau, was dann auch drin bleibt. Ich mache nämlich für euch in ganz Deutschland Matthias-Seminare. Ach so. Darum kenne ich euer Haus. Ja, da ist die Gerätin raus. Ich bin auch nur für diese Tage. Für eure Ware, ja. Ja. Ist gut. Ja, die ist wirklich gut. So, da ist jetzt in den Rosa, bis hier, ne? Ja. Genau, und das ist das Typische. Und Silberer und genau. Ja. So, so schmeckt man. So. Ja. Und dann wieder und machen es wieder richtig gut. Die schaffen 60? Die Damen schaffen pro Tag 1000 Stück. Ja. Ich dachte, dass ihr jetzt natürlich auch ein bisschen langsamer aus, dass ihr die Leute kommt. Ich freue mich, das ist die kleinere Karte, das sind jetzt vier. Habt ihr noch mal eine Probe für uns? Eine Probe noch mal für uns?
Rotwein haben wir mehr. Ja, wollen wir das nicht mit beiden? Das kommt so. Ja. Der Original Matjes aus Glückstadt. Genau. In den Mund und sich wohl, einfach wohlfühlen. Ja. Das letzte gut. Danke. Guten Appetit. Ja, der Matjes war natürlich hervorragend. Vor allen Dingen Firma Plotz ist wie immer ein Garant für gute Ware. Es kommt gerade Rotwein für dich. Jetzt mal Rotwein, Matjes. Auch eine. Das ist der Paul. Mein Favorit. Rotwein, Matjes. Wunderbar. Wie heißen Sie, Frau? Lütke. Frau Lütke, Sie nehmen auch wieder ein, nee, ja? Ich möchte nicht. Nein? Warum Sie? Donnerstag so viel Matjes gegessen. Ja, dann müssen Sie als aufhören. Glück steht er, ja. Dann sitzt er vor der Haustür. Ja, ich bin vor der Haustür. Mit Rotwein. Lecker. Oh, lecker. Lecker. Kommen Sie und probieren Sie. Ja, hier haben wir. Lecker. Hier, genau. Wo ist das her? Hier. Verloren. Matjes in Rotwein. Das Beste, was es heute gibt. Einfach in der Hand, von Hand in den Mund. Ja. Oh. Sie möchte. Das ist das. Einer müsste doch jetzt noch mal so einen ganzen nehmen. Von oben nach unten. So, und jetzt kommt das Interessante. Jetzt kommt der Schaueffekt. Der hat mal gelebt. Er war mal ein Hering und heute ist er ein Matjes. Und man nimmt den Matjes in die Hand, neigt sich zurück, küsst ihn einmal. Da muss man gelegen sein. Und sagt sie ihm, du süße Nudel. Super. So, jetzt rankommen zum Nachmachen. Der nächste bitte. Ja. Oh. Dankeschön. Von der Firma Plotz. Oh. Zwei Flaschen Bier gibt es natürlich auch noch dazu. Das der auch noch dazu. Schwimmen. Ich nehme auch los. Ich nehme auch los. Kannst du was kurz sein los? Ja, das kann ich jetzt ja, hier lassen. Und hier war ein Markt schlecht. 1 Euro, wie lange seid ihr denn noch hier? Bis wir gehen mal essen. Dieter. Lothar, Prost. Auf dein Wohl, mein Lieber. Das mit Alkohol. Das schmeckt aber, ist nicht so toll. Nur ein bisschen. Nur ein bisschen? Ja, das ist ganz wenig. Ja, dann werde ich mal auch mal einnehmen. Der nächste bitte. Danke. Ja. Wie heißt denn der Leuchtturmwärter von La Bö? Prost! Nochmal? Die anderen sind zu versaut, die können wir hier nicht pressen. Das dürfte jetzt ab 22 Uhr. Wir haben übrigens 5-jähriges Jubiläum heute hier. Hast du eine Schere dabei? Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Wir sind der Shanty-Chor. Wir sind aber um 10 schon aufgetreten, da war noch keiner da. Ja, geh mal hin. Oh, vorsichtig. Welchen Fernsehen erscheinen wir? Was ist denn da Fabrik? Ein Brötchen in Ehren kann niemand verwehren. Oh, ihr habt ein schwarzes Tuch mit gelben Sternen. Da ist der Klumpen. Ja, anschützen. Ja, anschützen. Kann nicht den Tauchen noch nehmen? Auch da ist es klar. Schön. Nee, ich fange anders an als du. So anfassen. Das ist ein böser Mensch gewesen. Dann drehen.
dann den Daumen subtrahieren. Weil ich finde, du musst schön die Matte kochen. Nur ich hatte eine Idee gehabt hier, den Freitag, die Matte kochen da, wo es ein bisschen ruhiger ist, mal so einen Zug machen da mit der Matscheskönigin. Da ist aber nicht anerkannt worden, also haben sie nicht irgendwie so richtig angenommen. Da so mit Trachten da und sowas da, ne? Und aber das ist in der Hose, ja, leider Gottes. Das kann vielleicht noch werden. Ja, ja, aber ich dachte gerade in 400 Jahren Glückstadt, in 50 Jahren Matscheswoche, da wäre das schön gewesen, ne? Bei dem 60. Matscheswoche. Würde ich da noch leben. Vielen Dank. Bitte schön. Lecker. Lecker, lecker. Schönes Reis. So muss ich dir vorstellen, ganz schwere Säcke. Hängt er da nass? Jetzt zieht er an der Gai. Ja, natürlich. Ja, ja. Einer hat die rechte Hand gehabt, der andere in der linken Hand. Dann haben sie so angepickt und dann ist einfach so blopp und schon flog der Sack rüber. Es gab auch andere Sachen. Zuckersäcke und Zucker karamellisiert. Da hat man so einen Haken sich umgebaut. Man kennt Kanthaken. Am Kanthaken nehmen, Leute, gibt schon Spruch. Das ist eine Zuckerklatsche. Typisch Hafenarbeiterwerkzeug. Also der eine hat die in der rechten Hand gehabt, der andere in der linken. Angepickt und dann ging das. Okay, Deck da. Du guckst, was drin ist. Jetzt gibt es ja nicht nur Säcke, sondern Kisten. Und Kisten mussten auch transportiert werden. Entweder mit diesen Kanthaken, die sie mir geklaut haben letztes Jahr in Hamburg. Auch zwei Mann. Oder auch mit unserem Ladegeschirr. Deswegen brauche ich mal das Ladegeschirr. Bei den Kisten ist wichtig, immer so einmal so ein umlaufendes Holz hatten, damit der Tampen sich nicht verschiebt. Also an Bord. Bevor man das mit Ladegeschirr gemacht hat, haben die Leute, wenn sie im Hafen gearbeitet haben, so ein Teil bekommen. Da gab es also richtig Zimmerleute, die haben das schultergerecht diese Kurve gemacht. Der eine oder andere kennt das vom Wasserträger, dem Hummel, Moors. Ne? Aber das war nur so 10% der Leute haben das den Tragebalken zum Wassertragen genommen. Die hingen dann die Körbe dran, dann sind sie so von Bord über die Boje gelaufen. Weiß denn jemand, wo der Name Pfofftein herkommt? Pfofftein? Pause. Ja, Pause. Das ist von der Gewerkschaft. Nee, Pfofftein kommt von den Hafenarbeitern. Das heißt, 14 Mal sind sie hin und her gelaufen und das 15. Mal durften sie eine Minute bei 60 Sekunden sich hinsetzen. Pause machen. Pfofftein. Ja, ja.
Ja, ja, ja. Denkt, ist das hier freiwillig? Wir kommen gleich hoch. Ja, wir haben ein paar Leute. Schwergutschwimmer. Ja. Nein. Die sind ja überwiegend persischen Golf gefahren. Lloyd hatte drei Stück davon: Schwabenstein, Bayernstein und Hessenstein. Und das war DDG Hansa oder so. Die Hansa. Und zwar mit dem ganzen Inventar und so. Wenn ich das gewusst hätte, mit den Leuten. Dann hätte ich die nicht. Nee, das war damals, wir waren ja alle schon Deutsche. Das Einzige, wo wir schon mal Chinesen hatten, das war die Fischerei. Das war vor. Ja. Mama, das war schon. Ja, man kann den aufsuchen. Ja. So, jedenfalls. Danke. Lange zur See gefahren, da haben die früher mit Tauen die früher was gemacht. Moreiba, oh mi Moreiba, ich stau allang hier und heu. Wie vorglaubt mir die, du kannst das so nett, so ruhig und sicher und auch so adrett. Oh mi Moreiba, oh mi Moreiba. Ich sech, das ist doch Chlor, und denn song sei mi vor mi Moreiba, non kaubar ahoi. Vor mi Moreiba, ich stau allang hier und heu. Wie fortlaus mit dir, du kannst das so nett, so ruhig und sicher und auch so adrett. Oh, mi Moreiba, oh, mi Moreiba, oh, mi Moreiba. Gut, bitte schön wieder. Ja. Sie sind. Hier in New York.
Vielleicht einen netten Kreis, ja. Nicht so viele, ja. Aber gute. Ja. Schneidet ihn langsam durch. Ja. Nehmt ihn hin, ein bisschen von Meerrettich. Dazu ein kleines selbstgemachtes Apfelmüschen. Und jetzt die Preiselbeeren obendrauf. Und dazu dieses wunderschöne, selbstgemachte Chutney. Man nimmt die Gabel zum Mund und hält mit dem und hin und liegen lassen. Und jetzt schlucken, langsam schlucken. Und? Gedicht. Super. Ja, das ist Kultur, das sind die Stuarts von früher, was auch? Ja, ich habe gedacht, wenn Sie mir jetzt den Schnapper, der ja schön. Eintunken. Er wird leicht besprochen. Man führt ihn zum Mund, den Mund auf und liegen lassen und jetzt langsam, langsam runter. Was spüre ich? Die Früchte des Lebens. Danke. Achso, dann geht er schon wieder los. Da wird was verkauft, das ist richtig. Ne? Liebe Gäste der Stadt Uelzen, das Matjesfest ist nun beendet. Wir haben wunderschön gespeist, haben viel gelacht und haben vor allen Dingen auch der Freude des Matjes haben wir mal wirklich in uns reingeschmeckt. Frische Matjes mit grünen Bohnen, mit Speckstippe, Pellkartoffel und Bratkartoffeln. Das gibt es in Glückstadt. 50 Jahre Matjes-Treffen. Das haben wir heute erlebt. Und nun fahren wir gemütlich nach Hause. Und im nächsten Jahr heißt es Matjes Ahoi! Na, gut. Ahoi. Ahoi. Guck mal hier, erst ein Alter gewonnen, du. Ja. Ah, Wolf gewinnt immer. Also, dann muss er mich da retten, Nordreis. Ja, so kein Problem. Dankeschön. Aber nee? Monika, alles hat alles geklappt. Alles hat, hat alles hingekriegt. Tschüss. Wir gehen dann zusammen. Tschüss. 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 Gut. Ja, wir müssen auch noch.